Dieses Sturmtief Valeska hört aber ganz schön auf. Sommer wie im Herbst. Echt. Stand groß im Internet drin, zum Beispiel fängt mit kalt an. Hey Mom, komm mal schnell her bitte. Warte mal, wenn der weggeblast wird. Der Nachbar unter uns. Komm mal mit raus, Mama. Macht Spaß. Das hat Zeit genug, das Fleisch. War du Joke, aber egal. Jetzt kannst du auch mal was loslassen. Komm, mach mal. Komm, das hast du vorhin in der letzten Nacht auch getan. Nein, ich werde nichts mehr sagen. Ich Leute, soll mal die Klappe halt auf dem Balkon. Ja. Hey, komm mal hin, Mama, das ist so ein Hallo. Komm mal schnell. Die siehst du nur halbwegs, die ist beim Haustag. Die ist schwer zu kriegen. Hier stehen die Sachen im Weg, da kann ich nicht reinlaufen. Bleib doch mal bei mir. Guck mal da oben, wie er aussieht. War doch lustig, der Spruch, ne? Der Spruch war doch Giga, ne? Hammer, ne? Der war doch so witzig, der Spruch. Achso, da hinten ist wirklich die Tüte auf dem Dach geflogen, ne? Hier, der Papier fliegt auch schon unten rum. Das Sturmtief namens Valeska hält ganz schön auf, ne? Aber vom Feinsten. Von rechts kommen richtig schwarze Regenwolken. Juhu, runterschmeißen! Wir schmeißen, was wir bekommen, runter. Ach, hier liegt ja auch Müll. Das schmeiß ich auch runter. Valeska, Valeska, haha. Weißt du, was ich gerade schon reingeschrieben habe, Mama? Das ist ja schon wie im Herbst. Wie im Herbst. Herbst, Herbst, Herbst. Ja, wir haben jetzt Herbst. Anstatt Sommer ist jetzt Herbst. Sieht so aus, dass alle Leute weggeblasen werden. Der bläst aber auch in die Ohren weg, der Wind. Der ist ein richtig starker Windsturm. Tja, leider ist es kein Sommer, es ist jetzt wie Herbst. Wir haben jetzt Herbst, Herbst, Frühherbst. Noch so ein brauner Hund. Ah, das war der freche Hund, der braune. Und dieser freche, komische Hund da. Der den Leuten draufgeben wollte. Ein frecher Hund. Oder ist das. Oder geht das. Nee, das ist durch. Das ist nicht der freche Hund. Kommst du jetzt bitte mit raus, ja oder nein, Mama?
Du gehst dauernd nur rein. Kannst du bitte mit draußen bleiben, Spaß genießen? Ja, warum kommst du nicht mit raus? Oh Gott. Selbst die Krähen fliegen ja schon tief. Kra, kra, kra. Ja. Mama, jetzt reitest du mal mit dir. Kommst du bitte mit raus? Letzte Chance. Ich hab grad. Ey, ich mach nur Spaß heute. Letzte Chance kennst du von der einen Serie. Bei Nicola. Mit dem Hundehaus da. Mit der Hundehütte da, wo der eine Kater nicht rein wollte. Letzte Chance, Mama. Ah, das hatten wir gar nicht rausgeholt. Ja, wodurch denn? Durch den scheiß Sturm? Vergisst man viel durch den scheiß Sturm, ne? Ach du Scheiße. Hätte man doch größere Stück holen können, anstatt kleines. Ey, das ist schon... Davon wird man gar nicht satt. Ne, davon wird man nicht satt, also Leute. Sieht so aus, dass heute alle weggeblasen werden wollen. Freut mich sogar. Freut mich sogar. Weil das ist mein Element. Und mit der Luft kann ich jeden bestrafen. Ne, Mama? Weißt du, was mich sogar freut? Dass da hinten eine Tüte auf dem Dach geflogen ist, dass hier ganz Müll rumfliegt. Und dass wir nicht diejenigen sind, die Ärger kriegen, sondern dass die Leute Ärger kriegen. Oh, es macht so Spaß, dass die Leute Ärger kriegen, echt. Freut mich das sogar auch. Ja, guck mal, eine Tüte auf dem Dach, der ganze Papiermüll fliegt rum. Wer kriegt dann die Schuld? Die Kinder kriegen die Schuld. Die Leute kriegen die Schuld. Alle kriegen die Schuld. Und wir sind nicht diejenigen. Vielleicht ist das Papier aus der Mülltonne rausgeflogen. Ist also die Mülltonne wieder voll. Papiertonne, weißt du doch? Dass die Papiertonnen voll sind. Papiertonnen sind auch voll. Da kann der Müll auch rausfliegen. Dann musst du das hier nichts wegmachen. Da kann ich auch besser an die linke Seite dran, weil das ist schwer. Ich mache das gleich weg. So komme ich an die Ecke nicht dran. Sehe ich das da gar nicht da oben. Der Geistererscheinung. Irgendwie haben sie alle Spaß bei dem Wind. Weiß ich jetzt auch nicht bei dem Windchaos. Sturmchaos. Das nennt sich ja Sturmchaos hier. Ja, sicher, habe ich doch gesagt, es ist Regen, aber vereinzelt nur. Das sieht aber nach Regen aus. Oh, und Gewitter. Gewitter, Gewitter, Gewitter. Morgen. Nee, nicht vereinzelt. Morgen soll richtig Gewitter kommen. Wir hatten doch vor kurzem die CDF-Nachricht gelesen, bevor das Fußballspiel losging. Und da hatten sie gezeigt, Montag Gewitter, Dienstag Gewitter, Mittwoch Gewitter. Mittwoch weiß ich nicht, aber Dienstag auch Gewitter. Kann man sich schon mal drauf einstellen, dass es kracht. Gewitter ist zwar laut, aber immerhin faszinierendes Phänomen ist das. Gehört zum Wetter. Mhm. Die hat für heute schon Gewitter gemeldet gehabt, aber es ist nicht angezeigt. Also morgen Dienstag, könnt ihr euch drauf einstellen. Und vor dem Sturm können wir auch drauf einstellen heute noch weiterhin von Leska. Mhm.